Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Es ist Samstagabend, 18:17 Uhr. Ich war heute Vormittag auf der Pfingstkirmes in Bergisch Gladbach. Video dazu ist schon online. Und heute Abend ist in GTRP ein Event. Deswegen gehe ich heute Abend IC. Das Event startet in gut 1,5 Stunden. Das heißt, wir können vorher noch ein paar Sachen erledigen. In Charakter, also IC. Ja. Schauen wir einfach mal, was passiert. Wir haben uns ja gestern beworben bei der BF. Bis jetzt ist noch keine E-Mail gekommen, dass ich zum Bewerbungsgespräch kommen kann. Ja. Schauen wir einfach mal. Ja, mir geht's richtig gut. Wetter ist eigentlich für das, was gemeldet war, richtig gut. Schauen wir mal. Ich denke mal, wir werden jetzt gleich einmal zur BF, zur Feuerwehr runterfahren. Schauen, was da Phase ist. So, mal eben hier den Knopf hier oben zumachen. So. Channel switched. Ja, gut. Moin, Fritz Tanne hier. Ich hatte direkt bei euch vor dem Präsidium Unfall. Wenn Sie aus der Tür rauskommen, aus der großen Kreuzung. Ich bin mit 70 über die Kreuzung. Von links und rechts kamen zwei nicht so freundliche Mitbewohner und die sind voll in mich reingerasselt. Jetzt stehe ich mit auf der Kreuzung und komme nicht weg. Also Totalschaden. Ja, ich schicke jemanden vorbei. Ja, brauchst du einfach nur aus der Tür raus, aber super. Danke, bis gleich, ciao. Ja. Nee. Moin, Fritz Tanni Warte hier. schon mal, Absperrmaßnahmen sperrt. Genau, ich hatte gerade einen Machst Unfall du? Okay, auf nee, mach der ich. Kreuzung Okay. direkt vorm PP und bräuchte Ja. hier die ganze Kreuzung müsste einmal abgesperrt werden. Pol ist zwar da, aber ich glaube, das dauert hier länger. Ich mach mich gleich auf den Weg. Messi, danke, ciao. Hallo, schönen guten Tag. Nee, ich habe Was ist nur hier die im Stadt Verkehr? Hannover angerufen, damit die hier einmal absichern, zusätzlich. Jawohl, perfekt. Ja, weil sonst ist ja keiner da. Also, Klärung links, rechts. Ich wollte Ja. fahren. Schön, einmal weggedreht. Deswegen stehe ich jetzt so komisch und ja, geil. Wahrscheinlich ein Einwohner, der sie angefahren hat. Ja, zwei Einwohner. Einer von links, einer von rechts.
Da haben wir aber richtig Spaß gehabt mit ihnen. Alles klar, jawohl. Ja, und ich bin quasi seit 10 Minuten wach geworden, wollte eigentlich nur zu Bewerbungsgespräch zur BF und drehe mich erstmal vom Polizeipräsidium, also. Das ist scheiße natürlich. Ja, den Reifen, also, naja, der ist schon gut weggeflogen, sag ich mal, ehrlich. Ja, hab ich mir auch gedacht, deswegen bin ich stehen geblieben, weil ich denke mal, mit dem Ding fahre ich keinen Meter mehr. Nee, das würde ich Ihnen tatsächlich auch empfehlen an der Stelle. Ja, jetzt ist die Frage, ADAC ist nicht da? Ich habe nur ein Auto. Wie es mir geht, keine Ahnung, weil Arzt ist auch nicht da. Das gucke ich mal gerade ganz, ob ich irgendwie an Ihnen irgendwie äußerliche Verletzungen feststellen kann. Aber ich glaube, ich sehe jetzt hier keine Schnittwunden oder sowas. Oh, dann das ist doch schon mal gut. Ja, aber ich glaube, das kann ich nicht bleiben. Denn unwohl? Ich bin aber gerade ganz unwohl. Naja, ich weiß nicht, Airbag ist nicht ausgesprungen. Nicht ausgesprungen? Ja, aber haben Sie sonst... Ja. Ich rufe mal gerade... Haben Sie sonst irgendwie... Fühlen Sie sich hier unwohl, Kopfschmerzen? Ja, ein bisschen schwindelig. Ich habe mich um 360 Grad gedreht. Ja, aber dann wollen Sie sich setzen oder meinen Sie, Sie schaffen das? Ansonsten sollten Sie sich halt hinsetzen. Warte mal, ich setze mich hier auf die Straße. Am besten auf den Straßenrand. Warum bist du abgesperrt? Okay. Ja, ist trotzdem. Okay, ja. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Gut, dass Sie wenigstens da sind, wenn man Sie braucht. Ja, natürlich. Also, wir haben gerade noch die Prüfung gemacht, deswegen. Und jetzt sind wir gerade auf dem Rückweg gewesen und da kam das gerade her. Ja, gut, dass es hier passiert ist. Ja, eigentlich nicht, aber gut. Naja, besser wäre es gewesen, wenn es gar nicht wahrscheinlich passiert wäre. Ja, ich fährt mal so langsam, rote Ampel. Ich hatte grün, links, rechts, Kadetsch. Also, also ein Kopfloser ist trotzdem noch gefahren ja, über die Straße. Von links und von rechts. Ich bin quasi geradeaus, ich kam halt vom Würfelplatz direkt. Also von da. Okay. Und wirklich, der eine kam oben hier da von Motorradladenseite, da wo jetzt das Auto steht, und der andere kam von rechts von dem PP. Und ich schön in der Mitte und ich konnte nicht mehr ausweichen. Oh. Ja. Ja, dann. Aber mit wie viel sind Sie denn gefahren, wenn ich fragen darf? Und jetzt bitte ehrlich sein. Also meines Ermessens 70, laut Tacho 130. Ah! Oh. Ja, wenn, ich weiß nicht, ob's Tacho, natürlich... ich weiß nicht, ob's Tacho kaputt war. Naja, also wenn Sie in ordnungsgemäße Geschwindigkeit gefahren wären, 70 und natürlich, da kommt natürlich noch dazu, Reaktionsgeschwindigkeit hier ist natürlich immer abhängig, wäre es eigentlich für Sie möglich gewesen, noch auszuweichen bzw. besser abbremsen zu können. Ja, wenn aber also natürlich das Tacho sagt, dass Sie mit 130 hier gefahren sind, was auf jeden Fall zu viel ist. Jawohl, aber folgendes. Ich würde den Wagen aber mit Ihnen zum ADAC bringen. Dort gibt es einen Hobbyschrauber, der den anscheinend selber gegen Bezahlung reparieren kann. Ich weiß nicht, wie teuer das wird. Wow. Wie sehr beschädigt ist denn das? Was sagt denn die Motorkontrollleuchte? Ja, das müssen wir dann gleich mal gucken. Bei also dem. Eigentlich ist es fahrbereit. Aber es wird ja, dann reichen. Welche Farbe hat die Kontrollleuchte? Grün. Dunkel ja, oder hellgrün? Normal grün. Dunkelgrün, okay, dann kostet sie zwischen 1 bis 2000 kostet sie es. Ich meine, wir haben ja die Möglichkeit, dieses Repair-Kit, das ist aber ein Reifen. Das Repair-Kit ist aber nur für, kaputte, also geplatzte Reifen. Ah, der ist ja nicht geplatzt, liegt ja da. Das ist ein Problem natürlich, ja, ich hoffe, Sie haben genug Bargeld dabei, ansonsten... Ich habe gar nichts dabei, also da um die Ecke ist ja eine Bank. Ja. Sonst fahren wir gleich einmal kurz vorbei. Ich würde einmal aufladen zum ADAC fahren, dann müssen wir sowieso hin. Die Stadt Hannover, ich weiß nicht, ob die jetzt noch rumkommt. Die hatte gesagt, die kommt auch rum mit dem Großaufgebot. Ah, alles klar, okay. Ja, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie lange es hier dauert, einmal zum Absperren. Ich wusste nicht, wie viele Hütchen sie dabei haben. Ja, das darum soll es nicht scheitern. Alles klar. Ich würde den einmal mit dann, wenn sie auch mitkommen möchten, das zum ADAC bringen. Jo. Den Wagen. Dann gucken wir da mal weiter. Jo, gut. Dann lade ich immer gerade ganz kurz auf. Du weißt, wie das geht, gell? Bin ich daran schuld? Ups. Ach, egal. Schöner kleiner Verkehrsstau, aber das lebe ich ja in Hannover. Naja,
Du musst mir absperren. Ja, ja, klar, das weiß ich. Feierverkehr. Kann man den Reifen runternehmen? Nee, der wird aber verschwinden, sobald sie weg sind, da trage ich den dann weg. Okay, wunderbar. Hat jemand von Ihnen Nudeln gegessen mit Chili-Soße oder so? Boah, riecht das gut. Wieso? Haben Sie... Ich weiß nicht, irgendwer ist hier am Kochen. Wahrscheinlich ist hier so irgendjemand hier am Kochen. Aber sag ich mal mit ein. Ich kann das sagen, weil ich tatsächlich Instant-Nudeln gerade eben fand. Guten Appetit! Danke, er kommt zum letzten Mal mit rein, jawohl. Na? Ich wollte nicht unhöflich sein. Ja, ich will nicht zu kurz verlegen rennen. Eine Sekunde. Ich melde an der Leitstelle durch, gell? Ja, perfekt, dann fahre ich, dann mache ich mal das da. Jawohl, alles klar. Oh, wenn der Tag schon so beginnt. Ich wollte gerade sagen, der kann es ja eigentlich gar nicht mehr schlimmer werden. Ich sollte mich eigentlich noch zum Boxkampf anmelden, so aggressiv wie ich bin, ey. Weiß gar nicht, bis wann die Anmeldeschluss ist. Ganz ehrlich, war? Ich melde mich gar nicht an, ich bin in der Zuschauerraum und schlag mich dort einfach. Da würde ich dir nicht empfehlen an der Stelle. Warum? Ist doch eine Boxveranstaltung. Aber unter den professionellen Boxern, nicht unter der Zuschauerschaft. Ja. Ich werde zur Furie, ich bin dann professionell. Jawohl. Na, ich weiß sowieso nicht, was da heute Abend noch abgeht, weil, ja, gut. Wollten Sie sich bei der BF bewerben? Ja, ich hatte mich gestern beworben, wollte eigentlich jetzt so kurz hochfahren. Ja. Aber da ist eh keiner, also. Lautstelle. Ja. Na gut, hatten Sie schon eine Rückmeldung gekriegt, oder wie? Ne. Ich wollte eigentlich nur rumfahren. Hier steht das Auto, steht auch nicht gut. Geil. Ja, hier steht gar nichts gut. Gestern standen wir mit 12 Autos auf dem kleinen Parkplatz. Solange es passt? Naja, hat nicht gepasst, aber ja. macht hier eigentlich dann Sinn, das direkt neben den Giovanni zu stellen, oder? Den Wagen? Ich kenne ja nur den Pedro. Ja, ich kenne nur den Giovanni. Glaube ich, der gleiche, von dem wir reden. Ja, ja. Guck mal, da steht doch ein ADAC-Fahrzeug. Ja, das heißt nicht, dass einer da ist bei denen. Na, ich weiß. Jawohl. Gut. Was jetzt geil wäre, wäre hier ein Automat. Ein Geldautomat. Ja. Ja, wenn Sie können sich einmal gerade ganz was reinsetzen. Ja, ich wollte mal kurz gucken. Also sollte das Ding raufschließen. Ja, Sie müssen sich einmal reinsetzen, sowieso. Achso, jetzt ist es abgeschlossen, geil. Also Fahrzeuge sind immer eine Serie. Ja, ist eh schon egal. Ja. Kann ich... Ich fahr mal kurz vor. Hat keiner gesehen. Ja, ist gut. Mal schauen, was der haben will. Jo. Oh, 2620, okay. Gut. Soll ich mal kurz zur Bank fahren? Ja, dürfen Sie das mit dem Gefährt? Mit dem fahren, natürlich, ja. Okay, gut. Na, das sind ja ein paar Meter. Das ist nicht die Bank. Ach, die ist die Sparkasse, ja, direkt um die Ecke. Ja, ja, deswegen, ich bin angeschnallt. Oh. Ich hoffe mal, ich habe die Stadt jetzt nicht ein bisschen aufwuschig gemacht, weil ich glaube, die sind heute die AMD-Veranstalter und jetzt ein Polizei-Unfall dazwischendurch einfach melden. Aber was soll ich machen? Wissen Sie denn, dass Sie das waren? Was? Der sie angerufen hat, weiß die Stadt das?
Sie will, also die Stadt weiß das, dass ich angerufen habe. Ach Gott, ja gut, dann. Ja, die sind aber schon nicht nachtragend, alles gut. Ich sag mal so, ich ruf lieber beides an und gehe auf Nummer sicher. Ich denke mal, ich kann die gleich runter joggen, das geht schon. Alles klar, sonst würde ich sie dann hier mal gehen lassen, ne? Nee, alles gut, ich bin sportlich. Alles klar, Ihnen schönen Tag. Ciao. Ciao. Na, ich jogge mal einmal runter. Aber war natürlich jetzt mega gut. Aber okay, passiert. Cool. Moin. Ich kann mal helfen. Ich glaube, die haben den Reifen verloren. Moment. So. Ja, Pedro wollte mir auch nicht helfen. Der Audi, der muss so. Du passt our Auto, okay. Ja, von rechts our Reifen. Ich hatte gerade einen Unfall. Wurde gerade abgesteppt von der Polizei. Wollte gerade Pedro fragen, ob er mir das Auto, Giovanni, Pedro, wie auch immer heißt. Hast du schon mal bekommen? Ich mache das eben wieder fix, ja? Ja, ich bin ein bisschen billiger als Pedro. Nee. Doch, bin nee, ich. Nee, der wollte 1.100 haben. Sie haben jetzt 2.600 geschrieben. Wären Sie 30 Sekunden später gekommen, hätte ich das für den billigeren Kurs bekommen. Tut mir leid. Na, wusste schon immer, dass der ADAC so billig ist. Ne, alles gut. Ne, passt schon. Oh, Moment, ja. Ich hab so, nicht jetzt ewig Zeit, aber ist okay. Nee, ich musste nur eben kurz mich einstempeln. Warte mal, jetzt guck ich mal, ob sie die Leitstelle auch besetzt haben. Nein, natürlich nicht. Ja, ich muss eigentlich weg.
Nur ich wollte es jetzt hier nicht stehen lassen. Ja, warum sind sie nicht gefahren? Hätte ich das billiger bekommen. Ja, wieso haben sie nichts gesagt? Ja, warum haben sie mir die Rechnung erst gegeben und dann gefragt? Weil das so am schnellsten geht. Ja, ich hab's gemerkt. Ich tue mir das Auto noch waschen. Der Herr Petro macht das nicht. Ja, das ist mir egal. Übrigens, das Auto ist immer noch kaputt. Steigen Sie mal schnell ein. Jetzt ist es wieder heil, ne? Nee. Nee? Nein. Wie? Vorne rechts fehlt ein Reifen, immer noch. Ich mach nochmal, warte. Oh, bitte, ja, was war das denn? Das ist ein Telefon. Sex Hotline weiß? Was? Wie kann man helfen? Wie? Was soll ich da? Gut, mach ich. So. Jetzt? Nein! Also, dann haben sie irgendwas gesoffen. Aber vorne rechts. Vorne rechts, hier vorne fehlt der Reifen. Hier fehlt der Reifen. Wir machen das mal ganz anders, ja? Dann lohnt sich das wenigstens auch für mich. Wissen Sie Ihr Kennzeichen? Nö. Einmal kurz wieder merken? Nee, ja, ich. So schnell bin ich nicht. Ich muss mal eben gucken. JYTC. Einfach hinten drauf gucken. Ganz, nee, ganz einfach. Nee, ich hol mir mal eben schnell die App. Wo gibt's die denn? So. Komm so mit. Jetzt? Boah. Wo sind Sie aber denn? Ja, ich war hinter Ihnen. Ich hab's nur gerufen. Ja, müssen Sie lauter rufen. Ja, lauter geh nicht. Ja, jetzt ist der Reifen auch da. Sehr schön. Ich jetzt heile. Tschüss. Irgendwie ist der Verkehr mehr geworden, kann das sein? Hallo. Hi. Ja, Fritz Tanne hier. Ey, was ist mit unseren Kopflosen los? Warum? Fragen Sie nicht. Ja, Sie haben doch angerufen. Richtig, 769. Ja, was ist da? Na, da ist ein Auto mit drei Reifen. Ey, ich verstehe es nicht. Ich fahre 70, die nehmen mir ein zweites Mal die Vorfahrt. Innerhalb von 30 Sekunden. Es geht doch nicht! Ey, ich zahle gleich der Polizei 100.000, ey. Für so oft, wie die rauskommen müssen. Oh. Ja, ich bin nur Kopfloser. Das dritte Mal in 3 Minuten, ey. Ja, verfolgen Sie mal das Fahrzeug, damit wir auch die Kollegen da hinweisen können. Nee, wie soll ich ihn verfolgen, wenn ich ein kaputtes Fahrzeug habe?
Okay. Wollen Sie eine Anzeige schotten? Nein, das ist ein Kopfloser gewesen. Okay, was soll die Polizei da machen? Einmal die Straße absichern und ADAC war gerade ganz kurz da und die sind jetzt schon wieder weg. Gut, ich krieg das schon irgendwie. Danke nochmal. Ich schicke Ihnen was, ja? Danke, ciao. Jo. Ey, das kann doch nicht. Also ich fühle mich heute regelrecht verarscht. Aber ganz ehrlich. Es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein. Ganz ehrlich, ey. Ich verstehe es nicht. Diesmal habe ich wirklich auf die Geschwindigkeit geachtet. Ich verstehe es nicht. Ja, das zweite. Ja, die Kollegen haben mich gerade mit dem Abschlepper schon vor gut 2-3 Minuten abgeschleppt, weil ich da auch schon von Kopflosen umgezimmert worden bin. Jetzt fahre ich jetzt hier. Nochmal, oder was? Ja! Auch nicht schlecht. Ich war gerade beim ADAC, die haben es repariert. Ich bin quasi vom ADAC nach hier hin. Ich habe gerade 2600 Euro bezahlt. Wollte eigentlich nur zum Bewerbungsgespräch zum zweiten Mal. Jetzt bin ich hier ganz entspannt mit 50 gefahren, weil ich vorhin, ich glaube, 80 gefahren bin beim ersten Mal. Hab gedacht, nee, das kann doch jetzt nicht wohl euer Ernst sein. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ob die heute hochgradig aggressiv sind oder so. Weil eigentlich bin ich ein sehr guter Fahrer. Aber das, was heute passiert, sorry. Ja, gut. Jetzt brauche ich auch einen Arzt. Geil. Nee. Doch, ich brauche einen Arzt. Geil. Super. Ich schicke dir einen, keine Sorge. Heute ja, Sachen passieren hier, ey. Ja, ich jetzt. Ich sag mal so, der Schlag ist jetzt nicht das Schlimmste. Aber zweimal innerhalb von einer halben Stunde. Mhm. Ich sag mal so, ADAC ist nicht da. Da war einer ganz kurz da. Ich wollte eigentlich zu Petro gehen. Danke. Ich hoffe mal, ich kann die nehmen. Müsste sie entscheiden. Wie gesagt, ich darf keine Medikamente verabreichen. Ja, aber gut. Haben Sie mal ein paar Ausweis und Führerschein für mich? Oh, Sie sind die Erste, der fragt. Geil. Ich kenne Sie nicht. Achso, Herr Tanne. Deswegen, alles klar. Geboren 17.11.92. Ja. Alles klar. Genau. Wunderbar. Ja, da ist er. Gut, alles klar. Ja, Sie sind, woher sind Sie gekommen? Also von da oben oder von da? Nee, ich kam direkt vom ADAC. Das heißt, wie nehme ich denn jetzt die Ibuprofen, weil ich habe echt starke Kopfschmerzen. Ich
bin jetzt auf meinem Kopf. So ein... Ja, ja, genau, ich bin jetzt auf meinem Kopf drauf, aber ich hab. Nee, sie müssen auf den Arm. Anders geht's nicht. Aber es wirkt überall. Gut, einmal kurz warten, weil Ah, das läuft. So, jetzt. Ja, sie sind dann quasi von der Tiergartenstraße, also wahrscheinlich über die Deisterstraße dann hierher gefahren? Genau, ich kam von da, wo der Bus jetzt kam. Mhm, okay, und diesmal, also von der Tiergartenstraße. Genau, aus. Und da der erste Unfall ja, beim ersten Mal haben sie mich um 360 Grad gedreht, das wollte ich eigentlich nicht normal. Ich hatte halt grün. Und ich weiß nicht, ob die auch grün hatten, ob die Ampeln heute ein bisschen komisch sind, weil, also, ich weiß es heute nicht, also, ich... Das gucken wir uns an. Also, sie kam vom ADAC, von der Tiergartenstraße, sie hatten grün und ihnen ist dann jemand in die Seite reingefahren, oder was? Genau, ich weiß nicht, wo die Kratzer sind, ob man sie sieht. Müsste ja, ihr Rad ist auf jeden Fall ab, das weiß ich. Ja, das ist das zweite Mal ab, dass es ab ist. Ja. Beim ersten Mal hat mich die Polizei abgeschleppt. Ich habe gedacht, ich kann ganz entspannt zur BR fahren. Aber ja, gut. Hat sich da nicht da so herausge. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Oh, wissen Sie, das macht die ganze Stimmung kaputt. Eigentlich bin ich richtig gut gelaunt. Heute Abend ist ein schönes Event. Ich treffe Freunde. Und dann zweimal Unfall. Bumm. Vielleicht sollten sie mal Taxi fahren. Ja. Ohne ihren Führerschein jetzt in Frage zu stellen. Da habe ich mich auch gefragt. Also ein gelbes Auto habe ich ja schon. Na ja, dann fehlen nur Taxischilder, alles gut. So, wissen Sie, wer sie seitlich getroffen hat? Also welches Auto? Ja, das ist weg. Okay. Ich sag mal so, das war ein Kopfloser wahrscheinlich. Ja, das gehe ich mal von aus, aber zumindest irgendwie Modell oder so was. Keine Ahnung, mir wurde kurzzeitig schwarz von Augen und dann direkt cool gerufen. Mhm. Deswegen habe ich mir jetzt auch die Ibo direkt reingepfiffen, weil. Ah, sehr schön, perfekt. Schmerzen. Soll ich Ihnen noch einen Arzt bestellen oder nicht? Eigentlich nicht. Eigentlich ist mir jetzt wichtig, dass der DLC gerufen wird, aber der ist halt nicht da. Da ist einer, der ist im Dienst, ist aber dann doch nicht im Dienst, weil er nicht im Dienst sein will. Ja, ich frage da gleich mal nach, was da. Der Fall ist. Ja, da war einer da, ich sollte eigentlich zu Pedro gehen, dann ist einer in den Dienst gekommen, war aber eigentlich nicht im Dienst. Der hat sich vor meinen Augen umgezogen. Ah, ganz komisch, ganz wir, ganz komisch alles, also, ja. Oh. Ja. Yeah. Ich verstehe den ganzen Tag nicht. Ich weiß nicht, ob das am Samstag liegt, weil gedrungen habe ich eigentlich noch nicht, weil das wollte ich erst heute Abend im Stadion machen. Und anschließend mit dem Taxi fahren. Eigentlich bin ich sowas von sauber und clean. Deswegen verstehe ich es nicht, warum ich. Das erste Mal kann ich ja noch verstehen. Da hatte ich statt 70 in der Ort 90. Okay. Aber jetzt bin ich. Frage: Ist der ADAC verfügbar? Ja. Und jetzt bin ich halt echt mit 50 hier drüber. Ja, verstanden, ne? Also ich bin so verwirrt heute. Mhm. Gut. Ja, folgendes. Also Abschleppwagen kriege ich aktuell nicht, das ist das Problem. Ja, ich weiß. Das erste Mal hat die Polia selber abgeschleppt, aber brauchen sie nicht. Ich guck gerade mal, wer das. Ja, die Stadt Hannover könnte es machen, aber ganz ehrlich, nein. Macht ja auch keinen Sinn. Die haben einen Anhänger, wo sie es draufpacken können. Ich trau mich jetzt. Ja, bringt das jetzt nicht weiter, wie gesagt. Wir machen das folgendermaßen. Sie fahren mit dem Taxi weiter. Gibt's Taxis? Ja. Ich muss mal ins Änderungsprotokoll reingucken, ins letzte, da steht das beschrieben. Okay, ich guck mal. So, ADAC, Feuerwehr, HZA, Polizei, Stadtwerke, Uniklinik, Priest. Nee, da werden sie nichts finden im Telefon. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, das müssen sie einmal ins Änderungsprotokoll reingucken. Da steht's drin. Na, ich kann auch laufen, alles gut. Oder das, nee, wie gesagt. Ich kümmere mich ums Auto und alles weitere. Ich denke mal, da wird sich dann nichts draus ergeben. Okay. Wunderbar. Gut. Aber dann werden sie soweit erstmal entlassen.
Ja, gut, wunderbar. Wo schicken Sie es denn hin? Ich muss gucken, ob in Hannover Platz ist. Wenn nicht, muss es nach Hemmingen. Oh, Hemmingen ist aber natürlich. Oh. Ist ein Weg, ja, aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass Hannover noch einen Platz hat. Wenn Hannover Platz hat, dann würde ich nämlich jetzt schon losjoggen. Können Sie machen. Weil ich sag mal so. Sie müssen den Schaden ja erstmal noch reparieren lassen, ja, das ist ja das Problem. Ja, das ist es. Ich sag mal so, wenn ich da hinlaufe, gibt's ja die Möglichkeit, dass der ADAC wieder da ist. Könnte vielleicht klappen, ja. Wie gesagt, versprechen kann ich nichts, aber. Gut. Muss man einfach mal gucken. Gut, dann laufe ich erstmal zum Würfelplatz, guck, dass ich. Ja, kriegen wir schon hin. Wunderbar, dann machen wir das so. What's that? Was? Haben Sie jemanden nachgefordert, dass ich Sirenen nee. Höre? Okay. Ich habe nichts nachgefordert. Okay. Oh, das ist auch nett. Fünfspurige Autobahn, aber ist okay. Gut, dann sprinte ich jetzt mal los. Dann schauen wir mal. Wunderbar. Gut. Ich bedanke mich. Jo, schönen Abend noch. Nee. Gut. Schön. Hemmingen wäre natürlich mega weit. Ach, ist das doof. Ist natürlich jetzt doof, dass der DRC nicht da ist. Also ich sag mal so, die haben das Ding ja repariert, aber... Ja, gut. Schauen wir mal. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof fürs RP. Ist natürlich jetzt die Frage. Jetzt laufen wir erstmal hier links, ist ja die Verwahrstelle.
Okay. Also hier ist es schon mal, das ist gut. Jetzt ist natürlich die Frage. Jetzt muss ich doch einmal kurz gucken. Schauen wir einmal kurz in die Regeländerung. Na? Dauert immer ein bisschen, bis es reinlädt, weil ich bin ja auch im Aufnehmen. Ja, also aha, okay. Microphone muted. Microphone activated. Mal gucken, ob das funktioniert. Okay, da hinten ist das Taxi. Mal gucken, ob es funktioniert. Wäre natürlich geil, wenn das funktionieren würde. So, eben mal Schluck trinken. Patriotism. People need iPhone phones. So where do you want to go? Exactly. Hey, you going to that party tomorrow? Hey, we should catch up over a round of golf. Bring some nose candy. Microphone muted. That's no big deal. Microphone activated. Ich finde die Idee gut. Das war rot, aber ist okay. Ich finde die Idee gut. Was meint ihr? Ist das? Also ich muss sagen, was kann man machen? Finde ich zum Beispiel gut, wenn du wirklich jetzt einen Unfall hattest. Dann kannst du damit zum Arzt fahren.
Ist natürlich, die halten sich an Verkehrsregeln, finde ich auch gut. Wie schnell fährt denn der hier? 50? 60? Ah, schön. Ja. Gut. Ja. Ich finde das als Gimmick echt gut. Jo, alles klar. Ich finde 70 okay. Gut. Okay, Geisterfahrer. Mal gucken, ob der auf dem Hof fährt. I'm gonna have to drop you here, man. Schauen, ob jemand hier ist. Gut. Gut. Ist natürlich jetzt die Frage, ob hier einer da ist.
Das ist natürlich jetzt doof. Mikrofon muted. Also gut, das mit dem Taxi hat gut geklappt. Klar ist es so, dass es Geld kostet. Und tschüss. Mikrofon activated. Jetzt ist natürlich die Frage. Ja, ich sag mal so, gut. Mikrofon muted. Microphone activated. Ja, gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Taxi auf dem Hof fährt. Dann fahren wir nämlich schon zur Arena. Und dann müssen wir halt mal echt schauen, wie wir das mit dem Auto machen. Ich sag mal so. Wenn mir dieses Taxi, wenn das gut funktioniert, wofür brauche ich dann ein Auto? Aber okay. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt das Taxi her? Ich habe das Gefühl, dass das Taxi hinten ist. Where can I take you? Microphone muted. Whatever you say. Microphone activated. Ja. Bisschen verpackt ist es doch. Okay. Schön. So stellt man sich doch ein Taxi vor. Ach, schönes Auto.
Ah, schön, oder? Läuft. Aber schön, dass der blinkt. Finde ich gut. Sorry, man. This is the limit. Moin. Alles gut? Ihr habt doch so ein schönes kleines Autohaus, oder? Ja. Gerüchte. Ach, okay, man weiß es nicht. Nee, warum? Ich hatte heute zwei Unfälle. Beim ersten Unfall konnte ich zu Pedro, um das Ding zu reparieren. Beim zweiten Mal konnte ich nicht zu Pedro, weil die Polizei zu unfähig war, mein Auto zu Pedro zu schicken. Jetzt ist das Auto im Abschlepphof Hannover, da ist es auch. Jetzt musste ich gerade mit dem Taxi fahren, der Taxifahrer ist Gesundheit, ist gefahren wie so, lass uns da nicht übersprechen. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt sind wir 40 Minuten vor dem Boxkampf. Ja. Seid ihr schon geistig hier im Wochenende? Ja, ich bin hier angemeldet, wir arbeiten jetzt nicht mehr. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ja, dann muss ich mit dem Taxi fahren, kriegen wir das hin. Jo, alles klar. Ja, es gibt ja jetzt so ein komisches, den Taxifahrer, aber die, gut, kriegen wir hin. Dürfen wir denn schon rein? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Ja, ich schau mal. So. Moin. Moin. Dürfen wir schon rein? Ja, das ist halt leer, da ist halt niemand. Kann man schon reingehen. Ja. Ich versuche immer noch den ADAC zu erreichen, ey. Für was? Ja. Ich sag mal so, heute erster Unfall, Auto wurde abgeschleppt zum ADAC, wurde richtig geil repariert. Hatte ich das Gefühl, auf Höhe von dem neuen Auto-Tuning-Zentrum, dass sich eine Schraube gelöst hat, schon wieder Unfall. Der Polizist war aber unfähiger als der andere. Und der hat das quasi in den Abschlepphof gepackt. Ja, und jetzt versuche ich halt seit einer halben Ewigkeit zu gucken, ob da einer da ist. Aber ich glaube, heute kommt da keiner mehr in den Dienst. Ja, wahrscheinlich später erst. Naja, die wollen sich alle erst prügeln. Achso, ja, stimmt. Gut, ich hab davon nur spontan erfahren. Ja. Ja, alles gut.
Ja, ist halt jetzt echt kritisch. Beende ich die Folge jetzt hier? Ah. Ist halt jetzt echt das Ding. Okay, ich denke aber, wir sollten hier die Folge beenden, weil die geht schon wieder eine Stunde. Ciao mit V, Robin. Tschüss.